Also darüber habe ich mir schon früher ein mildes Lächeln nicht verkneifen können. Herr Nowotny, die Beamten des Bundesministeriums der Finanzen sind nun wirklich die Fachleute in Deutschland, die ausrechnen, was etwas kostet. Und wenn es Leute gibt, irgendwo in der Provinz, die meinen, sie könnten besser rechnen, dann kann man sie offenbar in ihrem Glauben nicht erschüttern. Aber die Rechnungen der Bundesregierung sind natürlich sehr sorgfältige und fundierte Rechnungen. Herr Bundeskanzler, haben Sie der Opposition heute Abend eine neue Verhandlungsbasis anzubieten? Nein, die Ausgangsgrundlage auf Seiten der sozialliberalen Koalition ist ja klar. Das sind die Gesetzgebungsbeschlüsse, die der Deutsche Bundestag gefasst hat. Auf Seiten der Opposition ist das nicht ganz so klar. Sie haben da verschiedene Gesetzentwürfe auf Seiten der CDU, CSU. Auch im Bundesrat haben die CDU-CSU geführten Regierungen verschiedene Meinungen geäußert. Deswegen habe ich nun die Anregung gebeten, dass einmal die beiden Parteivorsitzenden auf der Seite der CDU-CSU sich selber an diesem Gespräch beteiligen, damit man weiß, wo man dran ist. Wo es ja nun Gott sei Dank wieder ein bisschen lustiger ist, lassen Sie mich doch bitte mal versuchen für die Geschichtsbücher. Ehe Sie weitergehen, erzählen Sie mir, ob der Loriot meine Stimme auch karikiert hat oder ob das echt war und zusammengeschnitten? Ich glaube Letzteres, aber ja. Um ehrlich zu sein, ich bin überfragt. Ich glaube nicht, dass er mit seiner Karikatur so weit gehen wird. Sie haben relativ kurz, nachdem Sie aus dem Amt geschieden waren, im Bundestag mal einen Papierflieger gefaltet und nach vorne geworfen. Der Papierflieger bestand angeblich aus dem Manuskript einer Willy Brandt-Rede. ohne dass das nun schon gleich eine Anspielung soll. Warum haben Sie das gemacht? Einfach aus Jux und Dollerei? Oder war das, es war bei der Raketendebatte, glaube ich. Also um die Wahrheit zu sagen, Herr Schreiber, das habe ich in, ich gehöre dem Bundestag seit 1953 an, da war mal eine kleine Unterbrechung, aber in all diesen 30 Jahren viele Male gemacht. Zufällig ist es diesmal auf die Platte gekommen. Aus Jux und Dollerei. Sie haben das oft gemacht, das war gar keine Premiere. Nee, das war keine Premiere, das war die 25. Wiederholung. Der Verdacht, für Politiker seien die großen Denker nur Souffleure, sei Philosophie nur schön geistiger Zierat, mag berechtigt sein. Auf Helmut Schmidt trifft er nicht zu. Immer hat er den Rat von Philosophen und Wissenschaftlern gesucht. Mit vielen von ihnen ist er befreundet. An diesem Frühlingstag besucht er in England den 90-jährigen Philosophen Karl Popper, einen der großen und einflussreichen Denker unseres Jahrhunderts. In der Bibliothek Karl Poppers stehen die Werke Immanuel Kants ganz oben, in der ersten Reihe. Kant und Popper verbindet der Glaube an die kritische Vernunft. Für beide sind politische Ideologien leere Heilsversprechen. Den kritischen Rationalismus Karl Poppers, die Einsicht zum Beispiel, dass verantwortungsvolle Politik aus kleinen, wohlüberlegten Schritten besteht und nicht aus dem einen großen Sprung, hat Helmut Schmidt sich zu eigen gemacht. Ich stimme da völlig überein. Übereinstimmen der Staatsmann und der Philosoph auch in der Auffassung, dass zwischen dem Staat und seinen Bürgern ein empfindliches Gleichgewicht herrscht. Ein altes Problem der Philosophie und der Politik. Es gibt übrigens, fällt mir ein, in der Verfassung meiner Vaterstadt Hamburg, eine eigene Verfassung, geschrieben 1952, da gibt es in der Präambel den Satz: Jedermann ist sittlich verpflichtet, zum Wohl des Ganzen beizutragen. Ein Satz, der natürlich sehr missbraucht wurde von den Nazis. Ja, und auf der anderen Seite ein Satz, der sich an Kant anschließt. Natürlich, der notwendig ist. Ich würde statt sichtlich verpflichtet lieber sagen, jedermann hat eine entscheidend große Verantwortung dafür, dass sein Leben auch Einfluss hat auf alle anderen. Ja. Das wäre mir lieber, das so zu formulieren. Aber es ist natürlich dasselbe.
Ja, Ihre Formulierung ist schwieriger zu missbrauchen. Ja, ja. Ich meine, in meinem Plato-Buch habe ich gezeigt, dass diese Ideen auf Plato zurückgehen und schon dort missbraucht wurde. In Plato findet man schon die Formulierung, du bist für das Wohl des Staates geschaffen, nicht der Staat für dein Wohl. Eine Formulierung, die die Nazis dann natürlich übernommen haben und es und schon bei Plato missbraucht.